Lieben, ich nutze die Pause zwischen zwei Sessions, um nochmal einen Impuls rauszugeben für die aktuelle Zeit. Und Witchy Hair ist am Leuchten, es passt. Irgendwie seit ein, zwei Tagen leuchtet mein Wisdom, meine Weisheitssträhne hier die ganze Zeit. Ganz wunderbar. Und zwar, gestern war Samhain, das heißt der Beginn der Nichtzeit. Dazu habe ich schon mal was gesagt. Und morgen am 31.10. startet der rückläufige Merkur und es wird Halloween gefeiert und so weiter und so fort. Was haben diese Ereignisse jetzt miteinander zu tun? Beziehungsweise was bedeutet das? Und ich möchte es in diesem Live mal kurz zusammenbringen. Als allererstes keine Panik, alles in Ordnung, alles gut, es passiert nichts Schlimmes. Als zweites, wirklich zu merken, wie diese Energien miteinander arbeiten und für uns arbeiten können, wenn wir es ihnen erlauben. Der rückläufige Merkur wird oftmals als der hingestellt, wo man nicht reisen darf, wo man keine neuen elektronischen Dinge kaufen darf, wo man aufpassen muss, was man sagt. Denn der Merkur ist natürlich, er ist der Götterbote und er ist der Kommunikator. Allerdings, und jetzt wird es interessant, kann ich das so und so sehen. Und für mich ist der rückläufige Merkur immer wieder eine Einladung, dreimal im Jahr mich auf mich zu besinnen. Das heißt, nicht im Außen zu reisen, faktisch, sondern mehr ins Innen zu reisen. Das heißt, nicht im Außen aktiv zu sein, sondern im Innen aufzuräumen. Das heißt, nicht im Außen nach etwas zu suchen, sondern wirklich hier in die Innenschau zu gehen. Und wenn wir das Ganze so sehen, dann passt das ganz hervorragend mit der aktuellen Zeitqualität von Samhain, was uns auch mit dieser Nichtzeit traditionell im Jahreskreis einlegt. Und jetzt kommt Astrologie und indigene Weisheit zusammen, einlädt, einzukehren in uns auf unsere Wurzeln zurückzubesinnen. Nicht auf die Krone, auf die Blätter, auf all das, was da draußen ist, zu gucken, sondern auf die Essenz, auf die Wurzeln, aus denen wir kommen, uns zu besinnen. Und so fangen diese beiden Energien an, gemeinsam für uns zu wirken, wenn wir sie wirken lassen. Und das ist jetzt das Interessante. Das heißt für dich als Impuls, die nächsten 3 Wochen steht Innenschau an. Das kann sein, dass du meditierst, das kann sein, dass du sagst, ich gehe viel ins Rewriting. Was es auf jeden Fall ist, dass du Ordnung schaffen darfst. Du all diese Dinge, die vielleicht noch so liegen geblieben sind, die noch nicht erledigt sind, unerledigte Rechnungen dürfen bezahlt werden, der Schreibtisch darf leergeräumt werden, der Küchenschrank, den du immer schon mal aufräumen wolltest, darf aufgeräumt werden. All diese Qualitäten sind jetzt sozusagen gefragt und du bist eingeladen, da die Ordnung zu schaffen. Und es passt so wunderbar zu der Nichtzeit, denn das ist die Zeit, auf der wir uns wirklich auf das Wesentliche konzentrieren. Und mit diesen beiden Energien zusammen haben wir die Chance dazu, eine gute Basis zu schaffen. Denn im Jahreskreis, also in der indigenen europäischen Weisheit, fängt der Kreis jetzt an. Hallo Anja, fängt der Kreis jetzt an. Und der Merkur sagt, hey, und während wir am Anfang sind, lass uns erstmal nach innen schauen. Und das ist das, was am Ende des Tages sowieso das ist, was am wirksamsten ist und am kraftvollsten ist. Denn sobald ich nach innen schaue, kann ich daraus mein Außen verändern. Wenn ich im Außen nur bin, dann heißt es nicht unbedingt, dass es im Innen sich was verändert. Das heißt, nur weil ich das hübsche Kleid anziehe, fühle ich mich nicht unbedingt besser oder mein Selbstbewusstsein hat sich geändert. Arbeite ich an meinem Selbstbewusstsein, ist es nachher egal, welches Kleid ich anziehe, um in dieses Beispiel zu gehen. Und das ist der Impuls. Also für die nächsten 3 Wochen, verbinde dich ruhig mit deinen Ahnen. Bleiben wir in der Jahreskreismythologie. Verbinde dich mit deinen Ahnen, verbinde dich zurück, und räume auch gerne dort auf. Das ist das, wozu uns diese Zeit im Jahreskreis eben auch einlädt. Unsere Wurzeln zu klären, unsere Ahnen rein zu klären, unsere Linie zu klären, mit unseren Ahnen in Kontakt zu gehen, Ahnenaltar aufzubauen. Gleichzeitig rückläufige Natur parallel sagt, räum doch mal deinen alten Altar auf, hier wird der neue Altar eingeladen. Klär mal alte, ungelöste Dinge, hier darfst du in deiner Linie arbeiten. Und so fließen diese beiden Energien ganz, ganz wunderbar zusammen und können wirklich ein ganz kraftvolles Feld bilden. Das ist der Impuls. Also konkret heißt das, Platz schaffen, aufräumen, Ordnung schaffen, nach innen und nicht nach außen reisen, wenn du Reisen geplant hast, vollkommen in Ordnung. Doch der Fokus liegt jetzt eher im Innen als im Außen, nicht in so mega Aktionen zu gehen, sondern schön immer auch bei dir zu bleiben, dich auf das zu konzentrieren, was die Basis ist, was die, ja, was das ist, die Wurzeln sind.
Und Wurzeln in dem Sinne, wenn es etwas gibt, was dich stört, was immer wieder da ist, hier im Merkur, räume es auf, beseitige es, kläre es. Auch die unangenehmen Gespräche, die wir vielleicht lange nicht geführt haben. Und hier ist es auf der Ahnenebene genau das Gleiche. Und falls du merkst, dass sich Ex-Freunde zeigen, ehemalige Freundinnen melden, dass sich vielleicht ein alter Chef nochmal irgendwie präsent wird, wisse, das ist die Qualität des alten Merkurs, in der es ganz, des alten Merkurs, des rückläufigen Merkurs, in der es ganz oft dazu kommt, dass einfach alte Dinge nochmal hochgespült werden. Und da sind wir wieder passend mit dem Jahreskreis, wo es jetzt darum geht, wirklich in die Verbindung zu gehen, beziehungsweise die Themen, die damit verbunden sind, wenn wir getriggert werden, lösen zu dürfen. Damit sind die nächsten 3 Wochen wirklich ganz fantastisch, um eine richtig gute Basis zu schaffen für diesen Kreis, für diesen Zyklus, der jetzt begonnen hat mit dem Neumond gestern, mit dem wir wirklich jetzt das gestalten. Also wir legen jetzt die Basis für das, was dann ab Dezember, ab der Wintersonnenwende kommt, mit den Rauhnächten, mit den Intentionen setzen. Und dann das Ganze umzusetzen, im März ums Manifestieren zu gehen und so weiter und so fort. All diese Qualitäten, die auch mit dem Jahreskreis verbunden sind. Das mal als kurzer Nachmittagsimpuls an diesem magischen Dienstag, an diesem dollen Dienstag, könnte man sagen. Und wenn du sagst, du möchtest tiefer einsteigen, es gibt wirklich noch fünf Plätze bei Circle Cycles and Ceremonies. Die sind noch offen, die werden nach Eingang der Anmeldungen vergeben. Du kannst, wenn du bis morgen Abend dabei bist, auch direkt zu Samhain eine schamanische Ahnenreise machen. Du kannst die Opening Ceremony jederzeit auch nochmal für dich wiederholen, die ist aufgezeichnet. Und du kannst mit uns eintauchen in eine Welt, die mystisch ist, die magisch ist und die garantiert auch deinen modernen Alltag positiv verändern wird. Alle Infos findest du auf kaiandrea.de/experience. Einfach auf kaiandrea.de gehen und dann findest du den Reiter dort oben. Und ich freue mich, wenn du dabei sein möchtest. Es ist schon eine ganz fantastische Gruppe und wir freuen uns darauf, die letzten 5 Plätze auch noch zu besetzen, beziehungsweise die 5 Frauen, wenn du zu ihnen gehörst, dich dann in dem Fall zu begrüßen. Das erstmal als Impuls von, was hat Samhain mit dem rückläufigen Merkur zu tun und wie kann ich das zusammenkriegen? Ich wünsche dir erstmal einen fantastischen Start in diese Nichtzeit, in diesen besonderen Zyklus, in dem wir uns jetzt befinden. Und schick dir sonnige Grüße. Alles Liebe.